Und damit willkommen, meine Freunde, zu einem ganz neuen Let's Play, nämlich Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Erschienen heute am 11. Januar 2019 und wir kennen diesen Teil schon von der Nintendo Wii U. Allerdings hat sich jetzt einiges geändert auf der Nintendo Switch, nämlich verbesserte Grafik auf jeden Fall und ein paar neue Characters kommen auch noch dazu. Aber dazu im späteren Spielverlauf ein bisschen mehr der guten Freude und jetzt wollen wir uns einfach mal ins Abenteuer hineinstürzen und mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Wir haben ja schon New Super Luigi U durchgespielt, also einmal habe ich das schon let's played. Und jetzt spielen wir den ganz normalen Teil zu 100%, Leute. Und das wird natürlich der Oberhammer. Und wir wählen natürlich den Einspielermodus aus, denn Freunde, ja, Freunde habe ich nicht. Deswegen spielen wir im Einspielermodus. Und wir wählen als erstes, wen sollen wir denn auswählen? Ich würde sagen, wir nehmen als erstes Toadette. Denn das wird auf jeden Fall nämlich richtig, richtig gut. Aber mit der ist es ein bisschen zu leicht. Okay, gut, ja, starten wir einfach mit Mario. Komm, nehmen wir Mario und stürzen uns ins Abenteuer, Freunde. So, wir sind angekommen im Eichenhain unserer ersten Welt, meine Freunde. Bowser hat es mal wieder geschafft, uns von Prinzessin Peach zu trennen. Er hat uns einfach genommen und weggeworfen. Unsere tollen vier Freunde wurden jetzt von Peach getrennt und wir gehen ins erste Level, Ouvertüre im Eichenhain. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt, denn ich wollte New Super Mario Bros. U eigentlich schon längst let's playen. Und da kam mir dieser Port eigentlich wirklich gerade recht, weil ich mir dachte, okay, komm, wenn wir sowieso dabei sind und ich das sowieso in Planung habe, dann können wir auch diesen Teil endlich durchzocken. Oh mein Gott, auf 2x B ist jetzt also der Drehsprung? Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt auf R, aber okay, wie dem auch sei, ist auch ein bisschen eine kleine Veränderung. Wobei, auf R können wir das auch machen. Bisschen komisch, also ich hätte das jetzt nicht so gemacht, dass man das auch mit 2x B machen können, weil ich glaube, das verwirrt nur den Spieler, aber gut, wie dem auch sei. Und hier gibt es dieses neue Item, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie das heißt, also mir fällt es nicht ein, Freunde. Mir fällt es einfach nicht ein. Ich nenne es jetzt einfach mal Eichel, den Eichel-Mario. Weil, ich muss jetzt, glaube ich, mal nachschauen, wie das heißt, aber so im Endeffekt, dieses Item ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil, denn mit diesem Item können wir nämlich schweben, ja, richtig schön schweben und natürlich auch noch einen kleinen Sprung nach oben machen und unser Ziel ist es natürlich auch hier, die 3 Star-Coins einzusammeln, denn die zählen natürlich auch zu den 100% von New Super Mario Bros. U Deluxe und, ich bin gespannt, ob ich mich noch an alles erinnere. Ich habe es privat einmal durchgespielt, beziehungsweise zweimal müsste es schon gewesen sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob mein Gedächtnis überhaupt noch das Ganze mitmacht, ja. Ob ich mich wirklich noch an alles erinnere und außerdem auch noch an die Secret Exits. Denn die gibt es hier nämlich auch noch überall verteilt. Und deswegen, ja, lassen wir uns überraschen, meine Freunde. Lassen wir uns überraschen, wie wir uns denn hier schlagen werden. Was ist hier? Oh mein Gott, ein Münzblock. Wow, ein Münzblock, der uns einen riesigen Geldsegen beschert, den wir natürlich gerne mitnehmen. Denn bei 99 Münzen, beziehungsweise bei 100 Münzen, gibt es natürlich ein One-Up.
ab. Wie soll es denn auch anders sein? Und da unten gibt's wieder was. Oh Gott, lauter Münzen. Und wir können uns natürlich auch noch retten. Ja, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir können uns natürlich noch retten, indem wir einfach auf den R-Knopf drücken, wenn wir einmal gesprungen sind. Denn dann macht Mario, beziehungsweise jeder Charakter, einen kleinen Satz nach oben und somit ist unser, ja, Rettungsvorgang komplett. Oh mein Gott, die Grafik sieht einfach so viel besser aus als auf der Wii U. Ach, diese Wii U. Ja, ich vermisse sie schon irgendwie ein bisschen. Also, ich finde, diese Konsole wurde ein bisschen vernachlässigt, sagen wir es mal so. Sie hat auch keinen langen Lebenszyklus gehabt. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also, mir hat die Wii U echt wirklich gut gefallen. Und ich muss auch dazu sagen, auf eBay bzw. auf anderen Plattformen schießen die Preise für die Wii U gerade ein bisschen in die Höhe. Also, so viel wie ich mitbekommen habe. Ich habe es jetzt nicht selber gesehen und auch nicht recherchiert, aber trotzdem, eine kleine Rarität ist es dann doch schon geworden. Und ich habe noch eine zu Hause und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich meine noch nicht losgeworden bin. Denn die ist hier wirklich schön im Regal drin und denkt sich so, wann spielen wir endlich mal wieder Super Mario Maker? Wann spielen wir das endlich mal wieder? Ich weiß nicht, meine Freunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Mario Maker kommt auf jeden Fall mal wieder in irgendeinem Stream. Wird es auf jeden Fall soweit sein. Und jetzt sammeln wir hier mal ein paar Münzen ein. Natürlich dürfen wir uns hier nicht treffen lassen von diesen komischen Backenhörnchen oder was immer das auch darstellen soll. Und ich mache das wirklich sehr gut. Und da ist die letzte Starcoin. Sehr schön. Sehr schön. Wer hätte denn das gedacht? Wir dürfen auf jeden Fall nicht die Gegner treffen und auch nicht auf die draufspringen, weil ansonsten ist der ganze Flug unterbrochen. Denn Mario stürzt dann einfach in den Tod und denkt sich, oh mein Gott, ich fliege so weit runter und trotzdem passiert mir einfach nichts. Ah, wenn es doch bei uns auch so wäre, Leute. Wenn es bei uns auch so wäre, wäre das wirklich geil. So, und die goldene Fahne nehmen wir natürlich mit, denn dafür gibt es ein grandioses One-Up. Und wir haben alle 3 Starcoins und ein One-Up und 9 Leben mittlerweile. Also im ersten Level schon 9 Leben zu haben, ist ein ziemlich, ziemlich gutes Gefühl. Also, kann man so sagen, ein sehr gutes Gefühl. Wobei mir die Ladezeit ein bisschen länger vorkommt als auf der Wii U. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir so vorkommt oder ob das euch auch so geht. Also bitte mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so lange dauert, bis das ladet und ein Level beendet wird, weil irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Wir haben sogar ein Inventar, Leute. Hier können wir nämlich Items sammeln. Die finden wir auf dem Weg oder wir können sie im Toadhaus besorgen. Also falls wir mal klein sind und zum Beispiel in den Castle gehen, können wir dieses Item verwenden, um dann größer zu werden oder jetzt Eichel Mario zu sein zum Beispiel. Und damit gehen wir ins nächste Level. Schiefes Bergwerk. Eichenhain Nummer 2. Schiefes Bergwerk. Schiefes Bergwerk müsste normalerweise eigentlich ein Secret Exit haben. Also so viel wie ich weiß, weil unten ist noch ein kleiner Weg. Es ist auf den ersten Blick nicht ganz gut zu erkennen, aber auf jeden Fall gibt es da noch ein Secret Exit. Und ich habe einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich hätte eigentlich meine Eichel behalten sollen, aber okay, komm. Das müssen wir dann eben nachholen, weil der Secret Exit befindet sich, glaube ich, ganz hinten. Außer ich finde hier noch irgendwo eine Eichel, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Standard-Item in diesem Level ist nämlich die Feuerblume. Müsste sie zumindest sein und hier sind lauter Gumbas und Piranha-Pflanzen. Also hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig, Leute. Wir werden hier mit Gegnern voll gespammt ohne Ende. Wobei Untergrundlevel sind natürlich immer ein Favorit für mich. Lava-Level eben nicht und eine Schneewelt gibt es hier natürlich auch, Leute. Und natürlich auch eine Wasserwelt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel leiden. Zumindest in der Wasserwelt und auch auf jeden Fall in der Schneewelt. Können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht so einfach wird, dass ich da durchkomme mit 100%. Aber wir freuen uns zusammen auf dieses Projekt, Leute. Es wird auf jeden Fall ein sehr langes Projekt. Das können wir schon mal sagen. Wenn nämlich 15 Minuten Parts nur kommen, dann wird dieses Projekt eben sehr, sehr lang. Aber ich hoffe natürlich, ihr seid fleißig mit dabei, schreibt fleißig in die Kommentare und gebt natürlich fleißig eine Bewertung ab. Ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man eine Bewertung abgibt. Ich meine, ich kenne es von mir selber auch, muss ich sagen. Bewertungen abgeben ist natürlich so eine Sache. Entweder man mag das Video oder man mag es eben nicht. So, und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich noch keine einzige Starcoin habe. Und hier ist die erste Starcoin. Wow! Wirklich so weit entfernt vom Anfang? Okay, also dann zieht sich dieses Level noch ein bisschen länger. Und ich bin gespannt, wann ich das erste Mal sterben werde, Leute. Da bin ich wirklich gespannt, ob ich jetzt zu Beginn gleich irgendwann sterben werde oder ob ich meine Glückssträhne vielleicht noch ein bisschen länger halten kann. Das wäre natürlich grandios. Also mindestens bis zur zweiten Welt ohne zu sterben, wäre für mich wirklich der absolute Traum. Aber ich weiß, es ist nicht immer möglich. Natürlich können uns hier Sachen passieren,
die wir davor nicht vorhersehen können. Also zum Beispiel ein Gegner kommt und auf einmal fliegen wir runter und denken uns, nein, wieso? Oh mein Gott, das war jetzt auch knapp. Das war jetzt auch knapp. Also wie gesagt, das kann wirklich ganz, ganz schnell passieren und hier können wir doch rein, oder? Ja, natürlich. Natürlich, da geht's in den Untergrund und hier gibt's ein paar... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr über die Namen informieren, würde ich mal sagen, oder? Ja, da sollte ich mich mal lieber besser informieren, wie die ganzen Gegner und ganzen Items überhaupt heißen, damit ich hier auch sehr, sehr professionell wirke. Weil normalerweise weiß das eigentlich ein Nintendo-Let's Player, wie Gegner und Items, ja, heißen sollen. Aber bei mir fallen die Namen irgendwie nie ein. Also ich weiß es dann irgendwann... Oh mein Gott, ja genau, den Koopa, den brauche ich. Den brauche ich. So, bam. Jawohl, und da kommt nämlich eine Ranke raus, Leute. Mit der können wir nach oben gehen und da oben müsste, glaube ich, die zweite Starcoin sein. Also wenn wir den Koopa hier töten würden, dann hätten wir natürlich ein Problem, weil dann würden wir da nicht mehr raufkommen. Weil die Ranke würde sich nämlich in die andere Richtung bewegen und ja, genau hier. Ah, nein, da geht's schon los, da geht's schon los. Also wenn ich jetzt noch meinen blöden Eichelding gehabt hätte, dann hätte ich darüber fliegen können. Aber oh nein, doch, geht doch. Als ob. Als ob, oh, das war eine Röhre, die schießt. Ja, ich sag ja, mein Gedächtnis lässt nach. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, Leute. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Weil, wie gesagt, also das Spiel habe ich wirklich schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ich glaube, seit Veröffentlichung, wie gesagt, zweimal durchgespielt auf 100%. Aber ansonsten eigentlich nicht so richtig angefasst. Bis auf New Super Luigi U, das wurde, glaube ich, im Jahr 2000... Boah, lasst mich lügen. Oh mein Gott, 2017 wurde das zum letzten Mal Let's Played natürlich auch auf 100%. So, war da oben irgendwas? Das hat so den Anschein gemacht. Ne, da unten ist es, da unten ist es. Jawohl. Und dafür gibt es erstmal ein One-Up, weil wir nämlich schon voll overpowered sind. Und jetzt können wir hier unten rein. Unbedingt eine Stampfattacke ausführen, weil ansonsten kommt man da nicht runter. Ich dachte mir auch am Anfang, hä? Wieso kommen wir denn da nicht hin? Oh mein Gott, mir geht die Zeit flöten. Okay, ich lasse mir hier, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit. Ich konzentriere mich zu sehr auf das Level. Deswegen sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben nur noch 94 Sekunden übrig, aber ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen, Leute. Wir sollten das auf jeden Fall hinkriegen, bis zum Ziel zu kommen in der übrigen Zeit. Und wo zum Teufel war der Secret Exit? Wo zum Teufel war der? Moment, war der nicht irgendwo da drüben? Okay, da muss ich glaube nochmal schauen. Da muss ich das, glaube ich, nochmal offscreen machen. Auf jeden Fall, hier gab es einen Secret Exit. Da bin ich mir absolut sicher. Absolut sicher, Leute. So, und damit geht's jetzt ab ins Ziel. Wir haben nämlich eh nicht mehr so viel Zeit. Deswegen ab ins Ziel. Hopp, hopp, Mario. Hol dir dein One-Up. Das hast du dir nämlich sehr, 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 sehr verdient. Oh mein Gott. Zwei Level geschafft. Für die erste Pilotfolge war es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Beziehungsweise ist es wirklich sehr, sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Und welches Level kommen wir denn als nächstes? Okay, das nächste Level ist schon Castle. Wahnsinn. Und was passiert jetzt? Oh mein Gott. Bowser hat Prinzessin Peach Schloss in seine Gewalt gebracht. OMG. So, wir können mal kurz zu Toadie gehen. Da können wir noch mal gucken, wie das Ganze hier aussieht, wenn wir nämlich zu Toad gehen. Und jetzt sagt Toad Folgendes: Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird es erstmal gemischt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Okay, dann wollen wir noch mal schauen, wo der Bowser denn ist. Der Bowser ist rechts. Okay, so. Immer unbedingt den Bowser gut im Auge behalten. Denn dann kann eigentlich nichts schief gehen. Solange wir den Bowser, glaube ich, nicht erwischen, können wir, glaube ich, beide Dinger aufmachen. Jetzt kannst du dir zwei Blöcke aussuchen, aber sei auf der Hut. Erwischst du einen Bowser, ist der Spaß vorbei. So, Bowser müsste sich eigentlich in der Mitte befinden. Deswegen öffnen wir mal das hier und damit hätten wir es auch zu 100% gelöst. Ist natürlich jetzt nicht, ist für die 100% nicht wichtig, Leute, im Toad House, aber es ist natürlich immer ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man denn sowas erleben darf. Und ich bin jetzt wirklich glücklich, dass wir dieses Toad House wirklich komplett geschafft haben. Und wir haben jetzt zwei Items. Einmal die Krone und einmal einen Pilz. Ja, genau. Okay, das Inventar. Da wird nochmal das Inventar erklärt. Und dann können wir zum Castle. Aber meine Freunde, für die erste Pilotfolge würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei New Super Mario Bros. U Deluxe. Bis dahin natürlich alles Gute und bis bald.